Moin moin Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS17 zusammen mit Sven, hallo. Hallo. Und ja, die letzten Folgen sind jetzt schon wirklich auch für uns ein Tickchen länger her. Jetzt haben wir endlich wieder eine Zeit gefunden, wo wir jetzt nochmal zusammen aufnehmen werden. Ich sehe schon, Sven ist gerade voll mit dem Raps. Hier waren wir. Ah ja, wir waren hier beim Raps unterwegs. Wir wollten hier ja anfangen auch zu grobern. Ich muss mich gerade selber hier wieder zurechtfinden. Du kriegst das hin, Sven. Ich fange einfach mal an zu grobern, oder? Wir haben ja natürlich auch hier GPS drauf und wir haben auch neue Mods, die wir auch in den nächsten Folgen dann präsentieren werden. Ich überlege gerade, wie ging das nochmal? So, GPS und neuen Kurs muss ich jetzt natürlich sagen. So, einmal New. Ich kann mir nicht deinen Kurs nehmen, oder? Also, weiß ich gar nicht, ob du mit einem fährst. Also du kannst normalerweise meinen Kurs nehmen, aber ich muss gucken, ob ich ihn gespeichert habe auf der Nummer. Ja, aber kann ich von Nachbarn den Kurs nehmen? Kannst du auch, aber ich weiß nicht, ob er so weit entfernt ist. Okay. Der Träger kommt irgendwie gar nicht so vom Fleck, nur 8 km/h. Läuft nicht so ganz bei ihm. Ist ja auch eine schwere Tätigkeit, oder nicht? Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob deiner schneller wäre. Ja, wir können auch gerne tauschen, wenn du willst. Weil der ist ganz schön hart am Ackern. Also er kriegt ihn schon gezogen, aber ist schon schwer für ihn. Sozusagen, dann tauschen wir mal kurz. Ich speichere das lieber mal ganz kurz auf die, damit ich den Kurs jetzt noch nicht noch hab. Oder kannst du kurz Kurs von Nachbar laden? Ja. Nee, dann habe ich vom Drescher aber nachher noch, weil der kurz näher kommt. So, wenn ein Kurs jetzt 4 Meter war, dann ist es seiner. Ja. Gut. So. Gut. Dann lassen wir den ja so stehen. Müssen den. Genau, das war der Kurs, richtig. Genau. Jetzt muss ich natürlich wieder gucken, dass ich hier mit dem Ding da zurechtkomme. Genau. Rein. Okay, Kurse schon drin, dann kann es ja losgehen. Was, das kommt ja gut, der zieht gleich besser. Direkt schon 40 km/h, mit anderen war ich vorher auf 8. Der zieht hier schon richtig gut. Ich wege nochmal die Perspektiven. Wie kann ich mal meine Perspektive ändern? Also ich hab's wieder mega drauf. Ich weiß schon nicht mehr, wie es ging. War das nicht. Nee. Mit was ging das denn? Mit was kann ich nochmal meine Perspektive ändern? Du kannst mit C. So. Ja, genau. Aber ich hatte noch auf dem Lenkrad das halt noch. Dickchen anders. Okay, gerade so kommen wir hier dran vorbei. Ah, passt ja perfekt. So. So. Irgendwie ist mir, muss ich gestehen, ist mir eine Folge abhanden gekommen. Wir hatten eigentlich eine Folge, wo wir irgendwie noch Wasser für die Kühe auch geholt haben, weil die haben uns ja natürlich auch, wir haben ja noch die Kühe. Ja, die sind nicht weg, die haben wir natürlich noch. Und irgendwie ist mir da eine Folge irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber die ist irgendwie weg. Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie ist das halt passiert. Jetzt hab ich mal kurz gehupt. So, und diesmal ist es auch hoffentlich so, dass Sven jetzt besser zu hören ist, denn ich hatte vorher meine Stimme aus Versehen mit aufgenommen. Eigentlich nehme ich die immer separat mit auf. Und ja, das ist mir da irgendwie missglückt. Aber ich hoffe, hier ist das jetzt alles so ein bisschen besser. Ich habe mal Günther wieder den Träger gelassen, ne? Den Drescher meine ich. Wollte schon gerade sagen, was will der im Träger? Ja. Vorgewende ist ja schon gemacht, da dürfte jetzt eigentlich keine Probleme haben, der Günther. Was hast du auf beiden Seiten Vorgewende gemacht? Ja. Hinten sehe ich kein Vorgewende. Dann mache ich gleich mal kurz Vorgewende. Macht der Günther wieder Blödsinn. Tun wir den Nachbar Ärger. Ja, das sollten wir vermeiden. Oh, kurz Warnblinkanlage gecheckt. Passt alles. Ja,
Weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann geht der Tempomat aus, ne? Ja, geht der. Mist. So bleibt der Tempomat auch nicht drin. Nee, geht alles nicht. Ah ja, okay. Schade, Schokolade. Muss eigentlich gucken, sind unsere Kühe noch gut versorgt? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, schaue ich mal ganz kurz nach. Ich lasse mal kurz hier den Hans rein. Ja, genau, der Hans, ne, der Hans, oh Gott, kurz, das ist unser Nachbar, der Hans. Er hilft manchmal mit, der hat gerade eben gesagt, er kommt mal kurz vorbei und hilft mal mit, wenn es was zu tun gibt. Und er ist halt schon ein alter Hase, der Hans, und der kennt sich auch gut aus mit den Traktoren und so was. Also, wir sind ja noch relativ jung im Geschäft, also kann so nicht lange in dem Bauerleben drin wie der. Und ja. Ja, der ist halt so ein Auskenner, ne? So ein alter Landwirt halt schon. Alter Hase, kann man schon sagen. Wir wollen denn sein genaues Alter jetzt nicht verraten, weil das möchte er jetzt nicht so gern, aber so halt da schon. Genau. So, Sauberkeit ist bei 80%. Ach, da können wir ja mal kurz gucken, dass wir da mal kurz wieder alles sauber machen, damit die Kühe auch wieder happy sind. Wenn die Sauberkeit niedrig ist, ist dann die Produktivität auch niedrig. Glaube, das hat ein bisschen Einfluss auf die Produktivität, ja, ich glaube schon. Aber Produktivität hängt auch auf jeden Fall davon ab, zeigt die Wasser und Ja, das ist klar, aber. Oh, lol, was habe ich jetzt gemacht? Wir haben hier gerade ein kleines Problem in der Halle. Ja. Normalerweise passiert sowas nicht. Schauen wir mal ganz kurz, was hinter uns los ist. Ach so. Das erklärt gerade so einiges. Ja. Wie soll ich sagen? Wir hängen wir wortwörtlich im Pfosten. Irgendwie komme ich hier gerade nicht so raus. Sven, wo bist du Ich gerade? bin noch auf dem Feld. Ach so, mit den beiden. Mit Hans und Müller. Ja, jetzt haben wir uns gerade hier so ein bisschen verkeilt. Ich habe mich hier gerade so ein bisschen in der Halle drin verkeilt. Brauchst du Hilfe? Ich kann mal gucken, ob ich Trick 17 anwenden kann. Hier passt eigentlich jetzt gerade. Ja, okay, das würde jetzt hier eigentlich schon passen. Die Abschleppkette. Wir haben uns nämlich eine Abschleppkette mal mit reingenommen für zur Not, wenn mal jemand gar nicht mehr weiterkommt. Und ja. Ja, komm ich mal Das Problem vorbei. ist, ich stecke einfach nur fest, aber ich glaube, ich schaff's. Muss man eigentlich die Ja, Abschleppkette. jetzt habe ich es geschafft. Okay. Muss man eigentlich die Abschleppkette kaufen oder Ich glaube schon, wenn ich sie kaufen muss, wäre schon komisch, wenn es jetzt kostenlos gäbe. So, rein in den. So, es gibt ja auch diesen Staubsauger. Ich weiß gar nicht, wie der funktioniert. meinst den Roboter, der automatisch säubert. Diesen Lelly, ja. Kann man sich aber mit auseinandersetzen, nächste Folge vielleicht. Weil ich glaube, der kostet gar nicht so viel. Nö, weiß ich, ich kenne mich da damit gar nicht aus. Und den kann man, der muss einfach einen Punkt setzen, oder wie geht Ja, das? ich glaube schon, ich bin mir sicher. Auch nie gemacht. Aha. Der alte Hase hat es selber noch nicht gemacht. Ich glaube, jetzt habe ich Der alles kostet schon nur 12, gesäubert. okay, doch schon 12.000. Ja. Hast schon was? Ja gut, dann jetzt hat man sich die Arbeit hier gespart. Da muss man nicht mehr den gucken, dass alles sauber bleibt. Immer noch 80% Mit Sauberkeit. Rundumleuchte bezahlst du 120 Euro mehr. Mit Rundumleuchte? Wer braucht das Ding denn in der Rundumleuchte? Und mit extra Fahrer bezahlst du mal 100 Euro mehr. Ich glaube, Standardfahrer. Ja, irgendwie kriege ich das nicht sauberer, als er schon ist. Ich weiß es auch nicht. Dann lasse ich mal hier den so dran. Gucken wir mal, ob sonst den Kühen soweit gut geht. Gras haben sie, Stroh haben sie, Wasser haben sie. Sauberkeit ist auch bei 80%. Ja, Silage haben wir halt nicht. Und Heu, ach so, Heu. Heu ist doch, ist nicht Silage? Nee, Heu. Wann kriegt man denn Heu? Heu ist halt, wenn du das Stroh zetterst. Ach so, Das Gras zetterst. das gilt ja auch als Silage dann durch, ne? Ach so, das ist unter derselben Kriterien. Ach so, dann muss man nicht mal zwingend Silage machen. Silage ist immer, boah.
Heinz hat mir gerade gesagt, er muss mal weggehen hier, ne? Er muss wieder zu seinem Bauernhof rüber. Kühe melken gehen und so, kack. Boah. Ach so, ja. So. Wir haben ja unseren schönen Roboter hier. Mach schon mal weiter. Ja. Achso, wir können ja nicht mal kurz schauen, was wir ja schon an Gülle hier und an so ein Zeug bekommen haben. Wir können ja, aber ich weiß gar nicht, wo die. Ach, da ist das Güllefass, das ist auch direkt der Misthaufen. Wir haben auch einen schönen. Ach, jetzt habe ich den Miststreuer vergessen mit reinzunehmen. Der Miststreuer war ja cool. Wir hatten da auch eigentlich einen coolen Miststreuer gefunden. Jetzt habe ich den vergessen mit reinzunehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel der kostet. Aber auf alle Fälle. Wer der. Ja, wie viel kostet, würde denn den kosten? 8000 Liter gehen da rein. Wir brauchen nur 64 PS. Okay. Mit Güllefässer haben wir das Garant. Aber unter. Achso, wir haben noch mal so ein anderes hier, so ein kleineres. Okay, ist auch cool. So, Mist haben wir nämlich. Achso, kann man gar nicht mehr so, wenn man da hingeht, das genauer sehen. Das sieht man jetzt alles darüber. Güllegrube 22. Ne, 2000. Und Misthaufen 2300 haben wir sogar ein bisschen mehr. Okay. Hier steht jetzt gerade Produktivität 0%. Warum? Vielleicht fehlt irgendwas. Nö. Oder muss ich das mal wieder, wenn man gerade, wenn man das Spiel geladen hat, gerade wieder einrasten das oder muss, so? Ja, also ich glaube, wir haben ja letztes Mal erst die Kühe gekauft. Wir haben das richtig vorgespult gehabt, glaube ich. Und, da steht auch nicht mal eine Anzahl, wann, sag ich mal, Kühe kommen oder die nächsten Tiere kommen. Steht das sogar dann, wenn die ein neues Tier machen? Ja, alle 24 Stunden oder sowas. Halt, ne, oder sowas war das am Anfang. Dann steht schon ein neues Tier. Ja, so kann man das sagen, ja. Läuft. Dann haben wir eine richtige Massenfarm. Ja, also das dauert aber schon doch. Nicht mal eben so schnell. Und Massentierhaltung, das ist ja was. Das machen wir auf keinen Fall hier, ne? Da, in LS werden wir nicht Massentierhaltung machen. Wir sind Unterstützer der Freilandhaltung. Weil Massentierhaltung, das ist gemeine nee. Tierquälerei. Ne, Björn? Nee. Ich meine, ja. Wie viel hat ein Trecker hier drin? Aber irgendwie der Case, der schafft schon ordentlich, ne, wenn man mit dem fährt hier im Acker. Ja, der schafft schon was weg, ne? Ja, aber doch schaukelt ordentlich, ne, weil. Oh, was schon sagen. Ja, schaukeln das. Ja, aber für den dann ja hier ist erst recht. Ja, so, ich denke, dann mit diesem Bild werden wir uns erstmal von euch verabschieden. Oh, der, wie hieß er nochmal? Ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen. Der Günther ist schon so gut wie voll. Den tanken wir dann doch schnell ab. Und dann können wir die Folge erstmal in Ruhe beenden. Und ja, was wir wohl nächste Folge machen werden. Mensch, Günther, was macht denn der da? Der fährt einfach durchs Feld. Günther, Mensch, wo hat er denn den Führerschein gelassen? Ach, Günther, Mensch. Jetzt muss er die Sache aber ganz schnell richten. Er hat ja gerade gedacht, dass wir nicht hinschauen, ne? Immer hinterm Rücken. Da macht er so eine Scheiße. Mensch, ey. Das geht ja nicht. Das ist ja wohl. Aber ich ist ja noch im Praktikum, ne? Ja, gut. Also, man darf sie nicht übernehmen. Ja, aber das ist die wichtige Ernte, das muss er lernen, ja, dass ja, man da. Raps kommt sowieso nichts rum, deswegen. Oh, was. Ja, deswegen ist es ja umso wichtiger, dass da Scheiße, mehr. Kann man nichts machen. Ja, da ist ich, ja, das geht nicht, aber Tante Ilse kann da ja mal vorbeikommen. Ah, Tante Ilse und fängt besser gar nicht an da. Das ist sowieso alles Scheiße im Bäder. Ja, ne? So. Jetzt ist der Trecker eh gleich voll. Ich würde sagen. Wir werden erstmal hier was weiter ernten und kurz vor Schluss wieder schalten wir wieder zu, weil. Ja, genau, wir werden das jetzt ja wohl vermutlich alles fertig machen, soweit. Und dann schauen wir mal, wie viel Kohle wir machen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier den Raps verkaufen werden oder nicht. Werden wir dann schauen, entweder wenn wir mehr gelaufen konnte oder nicht. Schauen wir dann. Wir machen das schon in der Folge, also, weil sonst. Wir werden das schon in der Folge machen, ja, wir schauen das dann halt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.